Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Besser Kalm und einem weiteren Rätselspiel. Genau. Und es heißt, Rupp wird Millionär. Genau. Mit Sammy und Ben. Genau, wir spielen Wer wird Millionär? Ja, und schauen mal, wie schlau wir sind bei diesen Fragen. Also ich sag's mal so, jemand, der regelmäßig unseren Kanal schaut, hat gesagt, mach doch mal wieder ein Quiz. Und dann, so faul wie ich bin, habe ich halt gesagt, ja gut, wir nehmen irgendein Quiz, das es schon gibt, und dann spielen wir das. Und schau mal. Nee, ich meine, ist ja online, aber im Internet, auf rtl.de kann das jeder spielen. Also passt ja durchaus für unseren Kanal, dass wir ja jetzt mal Wer wird Millionär spielen. Ja. Dann würde ich sagen, los, oder? Ja, ich würde auch sagen, los. Möchten Sie mit Zeitlimit spielen? Nein, was ist das denn? Das ist doch Wählen Sie die Risikovariante. Wollen wir einen Zusatzjoker oder bei 16.000 da ein Safe haben? Ist ja wurscht, wenn wir das Geld verlieren, oder? Von daher ein Joker mehr. Ja, okay, nehmen wir einen Joker. Nein, ist nicht wurscht, das ist Geld. Los geht's! Okay. Ergänzen Sie Lorbeer, Pfeffer, Vanille und Muskat zum handelsüblichen Gewürz. Ach so, das ist jetzt die Auswahlfrage am Anfang. Oh, da sind jetzt, haben die anderen neun Kandidaten haben das schon beantwortet. Oder jetzt sind wir viel zu langsam. Ah, ja, okay. Blattnuss, Stange, Korn. Warte mal, lass mich das einfach mal anschauen. Das weiß ich. Okay, das Lorbeer ist das Blatt. Ja, Lorbeerblatt. Vanille, Stange und Muskat, Nuss. Ja, genau. Genau. Also das Lorbeerblatt. Ja. Dann das Pfefferkorn. Ja. Vanille, Stange und Muskat, Nuss. Yay! Yay, gut, wir haben ja noch. Gibt aber kein Geld dafür. Welcher dieser vier ist ein Monarch? Bube, Dame, König, Ass. Dann sag ich mal, König. Was ist jetzt? Wir haben 50 Euro. Hätte TV-Moderator Pflaume so viel Geld wie Bill Gates, dann wäre der Volksrepublik Feudalstaat Kolonialmacht Kaiserreich. Das ist ja cool, der Kaiserreich. Was sorgt in der Sauna für einen besonderen Hitzeschub? Einlauf, Aufguss, Abreibung, Aufriss. Weißt du es? Ich glaube ja. Aber ich wäre so jetzt so glaubt, dass ich sagen würde, ja, das ist das. Aber jetzt im ersten Moment war ich so, hä? Okay, was sagst du? Also ich würde Aufguss sagen. Ja, das ist Aufguss, das ist gut. Ganz sicher war ich nicht, aber ich glaube sicher genug. Sicher nicht der Einlauf, okay, sind vielleicht auch warm. Das Selbstbekenntnis eines Legasthenikers könnte lauten, ist Don Giovanni, Barbier von Sevilla, Phantom der Oper, Les Miserables. Okay, warte, sag nichts, ich muss mal überlegen, was der will. Oh Gott, ja. Ich hab's kapiert. Hast du's kapiert? Ich schnall's gerade gar nicht. Okay, ich bin Legasthen. Ja, deswegen musste ich schon fast lachen am Anfang, als ich die Frage vorgelesen habe. Also ich glaube, wenn ich jetzt im Studio... Ein paar Bier von... Ich glaube, wenn ich jetzt im Studio gesessen wäre, ich hätte die Frage nicht hinbekommen. Jetzt echt nicht. Scheiße. D. Ich lese Miserable. Wäre das bei A gewesen, hätte ich das sicher schon geschnallt bei Sting A. Sting war Sänger der Band The Police, The Secret Service, The FBI, The Scotland Yard. Ich kenne eigentlich nur The Police. Eine davon, ja.
So manches Word-Dokument wird per Mausklick sozusagen zum PDF. Christengläubige Jünger konvertiert. Ja, okay, sie ist zu konvertiert. Hui. Jetzt habe ich jetzt gedacht, hä? Was wird meist zu Ragu verarbeitet? Enten groß, Hasen klein, Pferde dick, Schweine dünn. Was wird meist zu Ragu verarbeitet? Also normalerweise, wenn ich was esse, dann ist es immer... Ja, die Hasen werden klein verarbeitet. Nein, ich kann ja. Also wenn ich ein Ragout esse, ist es meistens ein Schweinsragout. Aber vielleicht ist es auch, weil ich nichts anderes esse außer Huhn und Schwein. Enten groß, Hasen klein, Pferde dick. Pferde dick. Was sind das jetzt? Gibt's ein Entenragout? Gibt's ein Pferderagout? Ein Hasenragout? Pferderagout gibt es sicher auch, aber Schweineragout auch. Ich weiß. Und was ist dann Pferdedick? Ist das? Ne, ich sag's nicht. Ja. Bö? Jemanden anrufen? Oder der Publikumsjoker? Ja, aber das Publikum, das ist doch gut, das weiß auch bei schweren Fragen noch die Antwort. Hätte ich jetzt gedacht. Ich hätte gedacht, das wäre jetzt was, was sie wissen könnten. Ja, das wissen die auf jeden Fall, das ist eben die Sache, aber die wissen halt so viel, die möchte ich noch behalten. Ah, okay. Die wissen das sicher. Ja, dann kannst du ja jemanden anrufen. Und wenn es der dann nicht weiß, dann ich glaube, das ist so ein deutschen Begriff, den kennt man, wenn man Deutscher ist, also... Ja. Keine Ahnung, die Geheimnisse der Küche sind nicht mein Ding. Spontan würde ich mich für B entscheiden. Hurray! Publikumsjoker. Da habe ich ja von Anfang an schon gesagt. Also das ganze Publikum oder einer aus dem Publikum? Also es ist ja einer, der steht ja auf, wenn er denkt, er weiß es. Ja, dann würde ich hier das ganze Publikum, ja. Okay, klar. Okay, Hasenklein. Das habe ich von Anfang an auch gedacht. Also ich habe es noch nie gehört. Ich auch nicht, da werden Hasenklein verarbeitet. Wer an einem Tribal gefallen findet, geht deswegen am besten zum Hundezüchter, Tätowierer, Luxusautohändler oder Wahrsager. Das ist ein Tribal. Ein Tribal. Das ist ja, gut, wenn du mir das so sagst. Das ist eine Tätowierungsart. Ist diese das? Linie da, das gibt's auch bei Auto, wenn du so ein Pimp-Game hast zu Hause, wo du Kleber draufkleben kannst, dann gibt es auch immer dieses Tribal. Das ist so eine Schwungform von Linien. Okay, cool. Das heißt, wir nehmen B. Ich würde sagen B. Ich habe keine Ahnung. Ja. Gut, cool. Ja. Was gehört nicht zu den drei Disziplinen beim Vielseitigkeitsreiten? Hä? Springen, Geländeritt, Dressur, Rodeo. Also Dressur gehört sicher dazu. Beim Vielseitigkeitsreiten. Rodeo würde ich sagen, nein. Weil du wärst... Vielseitigkeitsreiten, ich nehme an, dann nimmst du immer das gleiche Pferd. Du brauchst... Ich meine, das Pferd ist ja beim Reiten genauso wichtig wie der Reiter. Und du kannst mit deinem Pferd kein Rodeo machen. Ja. Ich meine, entweder machst du Rodeo oder du machst Dressur. Aber du kannst, glaube ich, nicht mit einem Pferd. Ja, weißt du denn, ob man immer das gleiche Pferd nimmt? Ich denke, weil das Pferd genauso... Ich meine, wenn du beim Geländeritt ein anderes Pferd hast wie beim Dressur und bei... Ja, also du hast kaum ein Rodeo-Pferd. Dann könntest du es ja züchten, dass es eine Choreografie abzieht. Also ich wäre für den 50-50-Joker und wenn es noch stehen bleibt, dann nehmen wir es. Okay, dann nimm deinen 50-50-Joker. Nimm ihn!
Die Frage ist halt auch... Was hast du gedacht? Die Frage ist halt, ich hätte auch Rodeo genommen. Die Frage ist, wo ist die Sportart bekannt? Und wenn es jetzt irgendwie so heißen würde, ja, das gibt es in Deutschland, dann ja. Dann nehme ich Rodeo, weil es macht ja niemand Rodeo in Deutschland. Aber wenn das jetzt so was Amerikanisches ist, dann... Aber ich meine, ja, mach was du willst. Ich sage Rodeo. Ja, du sagst es einfach mal so, oder? Nein, ich sage es, weil ich sicher bin, dass es so sein muss. Es macht mir einfach keinen Sinn, das Rodeo. Alles andere, das hat was mit trainierten Pferden zu tun. Aber Rodeo, das sind einfach, ja... Aber mach 50-50. Okay. Mach nicht so lange, die okay. Leute sind langweilig. Du hast einfach die Zeit okay. nicht gestartet. Ja. ja, okay. Ja, aber ich würde es auch Rodeo, also es würde mich ja erstaunen, wenn nicht. Okay. Tja. In welchem Land liegen alle Metropolen, die mehr als 1 Million Einwohner haben, direkt am Meer? Alle China, Australien, USA oder Brasilien? Okay, lass mich mal überlegen. Mehr als 1 Million. Australien. Ah, 1 Million, das ist nicht so viel. Doch, das ist viel. Wie viel hat Zürich? 770.000. Die haben keine Million. Eben, mit dann, allem dann drum und dran, das aber. Das Großes. Ja. Also ich meine, Brasilien, da gibt es mittendrin, glaube ich, Brasilia, die Hauptstadt, Rio de Janeiro. Nein, Rio ist am Rio am Ding, aber glaube ich, was... Die Hauptstadt ist nicht am Meer. Ist nicht am Meer, okay. Ja, USA sowieso nicht. Ja. Da gibt es quer durch. Ja, China ist sowieso auch nicht. Zu groß. Also ich mein, ja, das ist irgendwie so Shanghai oder so. Das ja, das ist mittendrin. Okay, dann Australien. Ja. Das klingt für mich jetzt zu einfach, aber ja, ich hätte auch Australien gesagt, ja. Außer in Brasilien, aber nein. Nehmen wir, ja. Ja. Oh, ich bin intelligent, ich sollte da mitmachen. Der das Supertalent-Juror, Bruce Darnell, verdiente einige Jahre lang sein Geld als Fallschirmjäger, Bodyguard, FBI-Beamter oder Deutschlehrer. Der Bruce, ist das der Dunkelheit? Ja. Als Fallschirmjäger? Ich. Nee. Wenn denn als Bodyguard? Vielleicht. FBI denke ich nicht. Ein Deutschlehrer ist recht nicht, der spricht das selber nicht so gut. Also ja, irgendwie. Also wir würden zu Bodyguard, aber ich... Moment. Ich würde sagen... Er würde sagen... Ich habe keine Ahnung, ich kann das... So eine doofe Frage, ich kann mir alles vorstellen. Ein Deutschlehrer ist wirklich ein bisschen ungeschickt, denke ich, aber den Rest? Ich meine, FBI-Beamter kann irgendwie so einen Schreibtischjob gehabt haben, ein paar Jahre lang. Keine Ahnung, dann nimm doch diese. Der kann auch falsch gesprungen sein. Dann nimm diese Publikums-Euro-Dingsbums da, ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber vermutlich ist Antwort A die richtige. Dann nimmst du Antwort A. Du sagst es so, dann bin ich schuld nachher. Ja, okay. Gut. Nee, wenn es jetzt Bodyguard gewesen wäre, wärst du schuld gewesen, ja. Welchem Herrscher schlug die biblische Heldin Judith den Kopf ab? Moment, welchem? Also sie schlug ihm den Kopf ab. Hammurabi, Nabonid, Holofernes, Kyros. What the fuck? Okay, Moment. Biblische Heldin, also Bibel. Judith, ich weiß nicht, ob Kyros oder Holofernes. Hammurabi und Nabonid sagen mir gar nichts. Ja, die anderen hast du schon gehört? Ja, wenn du da so, ich glaube, so Filme schaust wie Troy zum Beispiel, da kommen so viele komische Namen drin vor, oder... Ja, aber das spielt ja nicht vor, das handelt ja nicht von der Bibel. Ja, aber ich meine, wenn du solche Filme schaust, ich kann jetzt ja nicht alle Filme vorschauen, die da so mythische Namen drin haben. Es gibt viele Filme mit so komischen mythischen... Ja, aber ich habe diese Namen noch gar nie gehört. Also wenn mich fragt, würde ich sagen, von Holofernes. Also für mich ist hier Schluss. Wie viel haben wir dann jetzt? 32 oder 64?
Ich habe nicht aufgepasst. 32 haben wir. Ist ja die 460.000 ja. Frage. Ja, passt doch. Willst du aussteigen? Also wenn es um Geld geht, würdest du jetzt auch aussteigen, oder? Ich meine, sonst hast du 500. Ich wüsste es nicht. Also es würde mich so nerven, wenn das dann wirklich dieses Hall of Fairness war. Ich hätte auch am ehesten so. Wobei... Kyros ist so auch. Bring mir den Kopf vor. Kyros. Ich kann es. Okay, wir steigen aus. Wir steigen aus. Okay. Denke ich. Okay, ja. Nehmen wir das Geld und dann, lustigerweise, ich hätte auch am ehesten C oder D gesagt. Jetzt sehen wir die jetzt Judith, ja. Die Judith, also ich meine, ich wir Judith, können ja raten. Judith, darf ich dich durchkonjugieren? Heldin Judith. Wer ist denn Judith? Ja, da kannst du auf Ende klicken. Wir können jetzt da drauf drücken. Ah, okay. Dann sage ich Hall of Fairness. Ich bin mir nicht sicher. Ich sag Kyros, weil das ist zu lange Hall of Fairness. Ja, da. Und das erinnert mich an die HoloLens von Microsoft. Also, wir nehmen mal Hall of Fairness. Gibt's nicht. Ich weiß viel. Nur bin ich mir manchmal nicht sicher. Ich glaube, es hat nicht so zu sagen. Wobei handelt es sich um den wissenschaftlichen Namen eines Tieres. Ich möchte es nicht vorlesen, weil dann kann ich mich besser in diese... Libelle, 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 Gazelle, 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 Koralle, 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 Gorilla, Gorilla, Gorilla. Okay, jetzt ist Schluss. Das ist jetzt eher wieder eine Frage für mich, habe ich das Gefühl. Das vorhin hatte ich keine Ahnung. Und hier würde ich jetzt eher so sagen, Ich meine, du müsstest ja den wissenschaftlichen Namen von Tieren kennen. Ja. Selbst wenn es jetzt da... Also Koralle und Gazelle sind mir irgendwie zu normal für so wissenschaftlich irgendwie... Aber es könnte ja auch, der Name könnte ja auch sein bei Koralle. Geschnallt? Nein, ich glaube, das machen sie nicht mehr bei den ernsthaften Fragen. Also es ist wirklich so... Ah, okay, wirklich? Dann wäre ich für Gorilla. Ja, ich weiß nicht. Entweder das oder sonst Libelle. Eins von diesen zwei und die anderen zwei würde ich sagen nein, weil ich habe das Gefühl, wissenschaftliche Namen, das muss ja eigentlich fast irgendwas auch mit Latein zu tun haben. Und Gazelle und Koralle. Also ich will auch... Dann nimm Gorilla. Ja, komm, nimm Gorilla. Ja! Wir sind zu intelligent. Wer war von 1951 bis 1955 deutscher Außenminister? Ja, was ist denn das jetzt hier wieder für Deutsch? Die Klappe, ich probiere es jetzt gleich rauszufinden. Moment, Heinrich von Brentano, Konrad Adenauer, Heinrich Lübke, Kurt Georg Kiesinger. Das sind entweder Adenauer oder Lübke. 55. Aber frag mich. Der einzige Name, der ich so richtig sagen kann, ja, den habe ich schon mal gehört, ist Konrad Adenauer. Ja, aber ich frage mich nach Kriegszeit, 5, 6 Jahre später. Lübke. Konrad Adenauer. Nimm den Konrad. Ich weiß nicht, ob Lübke oder Adenauer. Und wenn du Adenauer so gut auch etwas, dann nimm Adenauer. Aber vielleicht hatte ich da irgendwas im Geschichtsunterricht und im Geschichtsunterricht hast du doch immer nur die Kriegszeiten. Ja, ich weiß nicht, wer nach Adolf gekommen ist, als das Ganze vorbei war. Ob dann Adenauer gekommen ist bis 51 und dann Lübke oder umgekehrt. Aber komm, dann nimm doch diesen Adenauer. Also weil ich von 3 von 4 keine Ahnung habe und hier aber das Gefühl habe, das sind wirklich solche Leute, sag ich für mich einfach mal Kurt Georg Kiesinger. Aber wir nehmen Adenauer, oder? Ja, wir nehmen Adenauer. Yeah!
Okay. Wir sind wirklich sehr vielleicht kann man da irgendwo draufklicken und es geht weiter. Wie verarschen. Ja, jeder, ja. Welchen Roman schrieb Wolfgang Hilbig? Ich, du, er, sie. Ich kenne nur sie. Den kennst du? Ich habe. Es gibt es und es gibt sie. Aber ich weiß nicht, ob sie nicht auch vom Stephen King ist. Ach so, in der Mehrzahl dann. Sie, die da. Keine Ahnung, einfach sie. Oder ja, es gibt. Ich habe jetzt gedacht, sie, so das weibliche, die weibliche Spezies. Sie. Ja, das denke ich auch. Sie. Ich sage sie. Ich weiß nicht wieso, aber heute habe ich einen Lauf. Was würde ich nehmen? Das wäre A. Er ist für A, ich bin für D. Ich, du, er, sie. Was ist Wolfgang Hilbig? Ist das, ist er? Lebt er noch? Ist das etwas von unserer Zeit? Dann muss man einfach sie nehmen. Weiß ich nicht. Nein, ich glaube, Wolfgang. Hat er früher gelebt? Hat das tönt so um das 19. Jahrhundert herum, so Wolfgang Hilbig. Dann wäre es er. Oh, nee, keine Ahnung, es könnte ja alles sein. Am Anfang dachte ich noch, ich hätte so ein Gefühl, dass es irgendwie. Er ist schon wieder bei sie. Nehmen sie. Wir nehmen sie. Sie. Schick! Das war knapp. Das war knapp, ja. Das war knapp. Lamkon. Ja. Lamkon beim nächsten Mal. Genau. Und mit dem 500 Euro. Sagen wir, nee, 32.000. Wir haben ja aufgehört. Ja, du hast aufgehört. Okay. Ich habe einen Lauf. Nein. Dann läuft es wieder beim nächsten Mal. Ja, genau. Und da könnt ihr teilen und liken und immer wieder anschauen, wie wir da intelligente Jungs im Keller sind. Ja. Wir und Schweizer, wir sind schon noch intelligent. Wir wissen noch einiges, oder? Wir wissen auch Sachen, die wir gar nicht wissen. Das ist noch krass. Okay, tschüss. Ciao.